manche werden ja schon emotional bei Klassentreffen, aber wie lange wir zusammen gesungen haben, wie oft wir weggefahren sind. Wir waren hier länger in dem Chor, als wir je in irgendeiner Klasse waren oder je in irgendeiner Schule. Also natürlich. Ja. Also für mich war das nie eine große Frage, dass falls ich jemals zurück nach Bremerhaven ziehen würde, dass ich dann auch wieder zurück in den Chor gehen würde. Wir sind hier ja beide aufgewachsen. 1998 habe ich hier angefangen, bis 2011 war ich hier, also die gesamten 13 Schuljahre. Es war immer sehr familiär. Ich fühle mich hier, also ich habe mich hier immer irgendwie zu Hause gefühlt. Ich fühle mich auch hier immer noch zu Hause, auch wenn ich war ja nie evangelisch und trotzdem ist das irgendwie hier meine Kirche. Die ersten Eindrücke, die du von mir hattest, was sagtest du immer noch so schön? Da kommt der Waldschrat. Ich war also damals noch recht schlank, etwas salopp gekleidet, Lederhose und so weiter und schüchtern wie sonst was. Ich wurde in dem Chor unheimlich gut aufgenommen, diese große Gemeinschaft. Ja, ich studiere an der Hochschule in Bremerhaven, weit weg von zu Hause. Ich komme ursprünglich aus dem Raum Stuttgart und habe schon immer gesungen und wollte mir auf jeden Fall wieder einen Chor suchen. Ein Chor, der auch ein gewisses Maß an Anspruch hat und wo ich meine Stimme fördern und fordern kann. Ja, und dann habe ich mich mal im Internet schlau gemacht, einfach mal drauf losgegoogelt und bin auf die Stadtkantorei hier aufmerksam geworden und ja, habe dann gesehen, dass Freitagabends direkt Probe ist und habe meine Sachen geschnappt und bin los und habe es mir einfach mal angeschaut und es war so sofort sympathisch. Ich bin erst am 9. August 1968 zur Kantorei gekommen, aus dem Grunde, weil ich Kontakt mit einer jungen Frau halten wollte, die ich auf der Soltendern, das ist ein ehemaliger Holzsegler, kennengelernt habe. Tja, und als ich sie dann beim Abschied fragte, ob wir uns wiedersehen könnten, sagte sie freitags nein. Sie geht zur Probe bei der evangelischen Stadtkantorei. Aber nach einer kurzen Pause sagte sie dann, aber wenn du Interesse hast, dann kommst du zur Probe und anschließend können wir dann auf die Soltendern gehen. Naja, also das war doch ein Angebot. Bei einer Mitsängerin auf dem Geburtstag haben wir uns das erste Mal sozusagen getroffen. Wir hatten vorher einmal telefoniert und dann haben wir bei einer Pause haben wir uns dann mal in die Augen gesehen und da war es fast schon passiert. Und dann haben wir unser erstes gemeinsames Konzert gesungen und das war schon echt besonders. Das war die Schöpfung von Haydn und ich weiß noch, dass in unseren Noten an bestimmten Stellen Liebeserklärungen stehen. Wir gelten hier im Chor als die von drüben, von der anderen Weserseite. Dort hatten meine Frau und ich in verschiedenen Chören gesungen und Bremerhaven war weit weg. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so viele Jahre hier in den Chor kommen würde. Aber im Jahr 2004 wurde der Wesertunnel gebaut und dadurch rückte Bremerhaven ganz nah. Sehr in Erinnerung sind mir die beiden Wahlen für die Nachfolge von Friedrich Wandersleb, der 1992 in Ruhestand ging. Und 1992 war dann die Wahl, bei der dann Herr Klomp, Carsten Klomp, Kirchenmusiker wurde. Und 1995 ist dann Frau Schad als Nachfolgerin in dieses Amt gekommen. Und so kam ich nach Bremerhaven, hatte vorher noch nie was von der Stadt gehört.
und kam hierher, wurde ganz herzlich aufgenommen. Damals war Herr Fischer Pastor hier in der Gemeinde und hat mich dann auch eingestellt hier und mit mir das Bewerbungsverfahren durchgeführt. War von Anfang an ganz herzlich. Wir waren essen zusammen und ich dachte, ja, da sind die Leute total nett. Mich reizt vor allem das Repertoire, das wir hier singen. Also ich glaube, in Bremen finde ich keinen Chor, wo wir vom Mohr-Requiem bis zu dem Biber, dann bis zu Liverpool Oratorio so ein Repertoire singen können. Und besonders dort war es richtig toll, dass auch die Kinder mit dabei waren, also die Kinderchöre, und einen ganz großen Part hatten. Ich habe jetzt inzwischen 6 Gruppen mit Kindern und Jugendlichen von 4 Jahren bis 20 Jahre. Das staffelt sich je nach Alter und ein bisschen auch nach Können. Und die Kinder werden von klein an die Musik herangeführt von mir und singen dann am Schluss eben auch bei den Erwachsenenchören mit. Früher hatten wir so kleine Podeste hier, die waren so im Nebenraum in der Kirche versteckt. Und man stand immer so eng, bis dann so die Idee kam, ein größeres Podest zu nehmen mit richtigen Beinen und entsprechende Abstände, dass man auch vernünftig stehen und sitzen kann. Es sind natürlich noch so viele kleine Hilfeleistungen im Hintergrund notwendig. Konzertplakate mit anbringen, Infomaterial verteilen, also so kleine Handreichungen, die dann vonnöten sind, damit Eva sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Die Arbeit mit vielen Chorgruppen, ganz vornehmlich ist es die Evangelische Stadtkantorei Bremerhaven, die jetzt gerade ihr 60-jähriges Jubiläum feiert. Und aber sind weitere Chöre, erstmal dann der Bremerhavener Kammerchor noch und dann meine gesamten Kinder- und Jugendchöre. Es ist sehr schön, dass es verschiedene Altersgruppen im Chor gibt. Es ist für mich wie so eine Art Familie. Ich habe so ein bisschen Mutter, Vater und aber auch Oma-Opa-Ersatz. Also, zu behaupten, dass ich die Mutter des Chores bin, das sehe ich so überhaupt nicht. Das würde ich jetzt für mich ablehnen. Aber ich weiß, was damit gemeint ist. Ich denke, ich strahle für viele Menschen etwas Mütterliches aus. Ich bin auch jemand, der auf die Menschen zugeht. Und das wirkt natürlich, denke ich, für manche Leute, ja, wie so jemand, der die Seele ist hinter dem Ganzen. Ja, Bernhard wohnt jetzt glücklicherweise in Bremen. Aber wir haben eigentlich nie mit dem Gedanken gespielt, deshalb den Chor aufzugeben, weil wir uns mit dem Chor so verbunden fühlen durch diese vielen gemeinsamen schönen Erlebnisse, durch die Chorfahrten. Und das möchten wir in keiner Weise aufgeben. Chorreisen, das sind ganz große Erlebnisse gewesen. Ich habe das mitgemacht nach Danzig in Polen. Wir waren in Frankreich, in der Normandie, in Kroatien und freuen uns in diesem Jahr auf das Erzgebirge. Also egal ob Madrid oder Südafrika oder Spiekeroog oft genug. Oder auch nur Drangstedt, ne? Oder auch Drangstedt, genau. Ja. Also was heißt nur Drangstedt, aber es ist... Ja. Solche Chorreisen sind etwas ganz Besonderes. Es wird ein A Cappella-Programm erarbeitet und in wunderschönen Kirchen zur Aufführung gebracht. Es ist aber mehr, es ist so eine Art Bildungsreise. Denn es gibt auch ein Kulturprogramm. Wir haben so viel kennenlernen können. Ich war mit in Kroatien und dort war auch noch ein paar junge Leute mit dabei. Das war dann sehr schön, weil wir auch mal abends weggegangen sind. Wir haben
Besichtigungen gemacht, Wanderungen auch, Natur. Es war insgesamt eine wunderschöne Zeit gewesen, die als Höhepunkte sicherlich jeden Chorsängers gelten. Und wenn ich an Friedrich Wanderslieb als Kantor noch mal denke, dann sehe ich ihn vor mir, vor dem Notenpult, und mit großen ausladenden Bewegungen hat er also dirigiert. Und das ist so ein Anblick, der mir noch so in Erinnerung ist. Und ein Zuhörer hat mal gesagt, jetzt hebt er gleich ab. Die Arbeit mit Herrn Wanderslieb war sehr gründlich. Es war auch sehr gemütlich, muss man fast sagen. Während der Chorproben wurde manchmal eben auch gestrickt und gehäkelt und dergleichen. Und insbesondere muss ich denn dabei immer an die Aufführung von 2003 denken, als wir 40-jähriges Jubiläum der Kantorei hatten und jeder der drei bisherigen Kantoren, also Friedrich Wanderslieb, Carsten Klomp und Eva Schad, jeweils einen Teil dirigiert haben. Und das war eben für Herrn Wanderslieb auch das allerletzte Mal, dass er seinen großen Chor leiten durfte. Also das war für mich emotional sehr, sehr bewegend. Und dann natürlich die Matthäus-Passion, weil das eben das erste Werk auch war, wo ich aktiv mitwirken durfte im Chor. Und da weiß ich noch wie heute, wie aufgeregt ich auch war und auch irgendwie stolz, dass ich zu diesem gewaltigen Klangkörper gehören durfte. Halt die Schuhe höher! Alles zu! Mittwoch und Freitag ist keine Probe mehr! Was machen wir denn jetzt? Die Konzerte, alles abgesagt! Was tun wir? Zunächst mal habe ich gedacht, oh, was passiert jetzt? Müssen wir jetzt ganz auf Singen verzichten? Aber glücklicherweise war Eva ja unheimlich kreativ und aktiv, hat immer versucht, uns am Ball zu halten, indem sie uns erstmal Einsingübungen nach Hause geschickt hat und ständig dann aber auch so kleine Videos über YouTube mit eigenen kleinen Stücken, die sie aufgeführt hat, mit Stücken von der Familie. Und so blieb eine Verbundenheit da. Unita maravillosa, tu sei maravillosa. Es war nichts Konzertantes möglich, nur eben im gottesdienstlichen Rahmen durfte ein bisschen gesungen werden. Anfangs auch nur von Solisten, nachher dann so in ganz, ganz kleinen Kreis oder von draußen in den Kirchenraum hinein. Also das waren schon sehr kuriose Sachen. Der Höhepunkt in dieser Zeit war dann das Projekt mit der Fräulein Wunder AG im Rahmen der Weserfestspiele, Solange ich atme. 18 Leute aus dem Chor haben sich bereit erklärt, hier mitzuwirken. Und das war nicht nur ein chorisches Projekt, sondern das war ein szenisches Chorkonzert, was nochmal eine ganz besondere Herausforderung darstellte. Vor allen Dingen hat mich unheimlich gefreut, welche schauspielerischen Talente auch in vielen aus dem Chor stecken. Und insgesamt die Aufführung hinterher war ein absolut beglückendes Erlebnis. Auch wenn mein Singen endlich ist, der letzte Atem eines Tages verströmt, so wird der Chor sich weiter wandeln, von vielen Stimmen genährt. Ertönt der Klang im Atem, wo das Innen und Außen sich verbinden. Denn solange ich atme, werde ich singen. Das, was ich hier gelernt habe, konnte ich ja dann in anderen Chören anwenden. Ja, immer wieder die Möglichkeit gegeben, dann woanders schnell Fuß zu fassen oder sich woanders schnell einzuleben. Ich habe in Buenos Aires im Chor gesungen, in Leipzig, in Osnabrück.
Also ich war da immer, oder ich bin da heute immer noch sehr dankbar für das, was ich hier bei Eva gelernt habe. Nicht nur beim was gesanglich angeht, sondern auch rund ums Leben. Man erfährt unheimlich viel und ja, ich bin hin und weg. Es ist einfach die Möglichkeit, dass man seine Freizeit gemeinsam verbringt und sich bei Wochenenden oft nicht mehr absprechen muss. Was machst du, was mache ich? Weil sich diese Frage oft gar nicht ergibt, sondern wir haben ja die Zeit immer gemeinsam. Und das ist schon wirklich ein Teil meines Lebens geworden. Und ich möchte auch nicht mehr drauf verzichten und habe es auch nie bereut. Es gibt zwar auch auf der anderen Weserseite durchaus gute Chöre, aber hier ist eben die evangelische Stadtkantorei mit Eva Schad.